Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Heute backen wir die besten, knusprigsten Weizenkrustis. Als erstes Vorteig. Dazu 100 Gramm warmes Wasser in eine Schüssel rein. 15 Gramm Bruno dazu, das ist mein Sauerteig, Weizen-Sauerteig, der hat eine feste Konsistenz. Du kannst hier auch den flüssigen Sauerteig nutzen, ob das Dinkel, Roggen oder was auch immer ist, ist egal. Den schlemme ich mir immer ein bisschen auf, damit sich hier der Sauerteig schön verteilt und er wird auch ein bisschen neutralisiert. Übrigens, ich höre immer wieder, Marcel, du redest von Sauerteig, von Madre, von deinem Bruno. Das ist das Gleiche wie ein Starter, wie ein Anstellgut, wie eine Madre, wie ein Mutterteig. Das ist eigentlich das Gleiche. Oder früher gab es den Hermann, das war auch ein bekannter Sauerteig. Geht eigentlich immer ins Gleiche. Das sind alles Sauerteige. Du musst nur schauen von der Konsistenz her, ist der weicher oder flüssiger. Das kann da ein bisschen Einfluss haben, aber sonst ist das Gleiche. Ich gebe hier das Mehl dazu und wenn du gar keinen Sauerteig hast, dann nimm hier 1-2 Gramm Hefe. Schön durchmischen, das gibt eine etwas festere Konsistenz. Also das heißt fester, es gibt keinen flüssigen Teig. Darum hier ein bisschen durchmischen. Kannst du direkt in der Schüssel machen, bis da so ein Teig entsteht. Das Teil hier zudecken und in der Küche stehen lassen, circa für 12 Stunden. Nach 12 Stunden ist der Vorteig ready. Ab in die Maschine damit. Eine richtige Aromabombe. Hier habe ich jetzt noch 170 Gramm Wasser gleich dazugeben und 50 Gramm Milch. Die Milch hilft uns hier, eine schön wattige Krume zu bekommen und hat auch Einflüsse auf die Krustenstruktur. Die Mehle, 300 Gramm Weißmehl, Typ 550, und hier habe ich noch 70 Gramm Weizen-Vollkornmehl. Da kannst du eigentlich jedes Vollkornmehl nehmen, was du gerne möchtest. Dinkel, Roggen, du kannst sogar ein glutenfreies nehmen, dann leidet einfach ein bisschen das Volumen, aber nimm, was du gerne möchtest. Falls du gar kein Vollkornmehl hast, dann nimm einfach das helle Mehl oder ein dunkles Weizenmehl. Spiel rum mit diesen 70 Gramm, da kannst du wirklich dich frei ausleben. Dann habe ich Backmalz, 5 Gramm. Wenn du kein Backmalz hast, dann 5 Gramm Honig nehmen und einmal 10 Gramm Salz und 7 Gramm Hefe. Da mache ich gar nicht lange alles rein in diesen Teig. Auf kleiner Stufe beginnen zu kneten, nach 2-3 Minuten das Tempo erhöhen und den Teig richtig schön auskneten. Nach 15 Minuten Knetzeit etwas Mehl in die Maschine rein, dann klebt der Teig nirgends. Wichtig ist, sofort die Maschine stoppen, wir wollen das nicht mehr unterkneten. Schauen wir uns den Fenstertest an. Mit genügend Mehl in den Händen so eine kleine Kugel machen und dann beginnen, von allen Seiten auseinanderzuziehen. Und der funktioniert hier wunderbar, tipptopp. Ich könnte ihn sogar noch eine Minute, zwei länger kneten, aber das machen wir mit den Umfalten. Der Teig geht jetzt hier 90 Minuten bis 2 Stunden auf, in der Zwischenzeit 1-2 Mal den Umfalten. Feuchte Finger machen und jetzt stretchen und falten. Dann klebt der Teig nirgends, von überall den Teig schön in die Mitte reinklappen. Der hat schon eine schöne Entwicklung, dann drehe ich ihn gerne um und lasse ihn weitergehen. Freunde, Teig ist ready. Nach 2 Stunden Gare hat sich der schön verdoppelt, ist schön locker, richtig stabil. Roggenmehl auf den Tisch, den vorsichtig rausheben. Stücke zwischen 80 und 100 Gramm portionieren. Etwas Roggenmehl obendrauf. Nicht ganz bedecken, nur so ein leichter Hauch. Und jetzt ist die Technik folgendermaßen. Jetzt wird es nochmal halbiert, circa, dann aufeinandergelegt, etwas auseinandergezogen. Hier muss genügend Roggenmehl da sein
jetzt nur noch so im Roggenmehl drin hin und her wappen, damit dieser Schluss hier ja nicht zugeht. Dann ein Leinentuch hinlegen, mit Roggenmehl stauben und die fertigen Teile hier schön mit dem Schluss nach unten reinsetzen. Halbieren, aufeinandersetzen, ziehen, umdrehen und hier im Roggenmehl hin und her wappen. Oder du kannst es auch nur noch so zusammendrücken, das geht auch. Richtig coole Technik, zudecken und gehen lassen. Nach weiteren 50 Minuten kommen die Krustis in den Ofen. Diesen habe ich mir schon vorgeheizt auf 250 Grad. Und die Teile hier jetzt einfach umdrehen und auf ein gefettetes Backblech setzen. Dann ab in den Ofen damit. Reinschieben, Temperatur auf 230 Grad reduzieren und richtig gut bedampfen. Nach 20 bis 25 Minuten kommen die schönen Dinger zum Ofen raus. Den Dampf habe ich bis zum Schluss drin gelassen. Den kannst du auch nach 10 Minuten rauslassen, spielt aber hier keine Rolle. Und genau das hier wollen wir. So rustikal ausgebrochene Brötchen, richtig toll. Brechen wir eins auseinander, richtig toll. Guck dir mal dieses wattige Innenleben an. Die dünne Kruste, richtig schön. Toll. Das Vollkornmehl nimmt man schon richtig schön wahr, so ein bisschen diese Schrotbestandteile. Dann hat man auch schon so eine schöne Säure, die entgegenkommt. Und die Kruste ist super dünn, aber richtig knackig, richtig toll. Und innen durch die Milch wird das Ganze noch schön weich, wattig, aromatisch. Das sind wirklich coole Brötchen, optisch auch genial. Ich hoffe, dir gefällt diese Technik. Unbedingt nachbacken, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.